Wer kennt es nicht? Man möchte mit seinem wunderschönen Auto an einem schönen Tag Auto fahren, schaut sich den Schlüssel an, steigt in das Auto ein, möchte das Auto starten, aber dann, die Batterie ist leer. Schluss damit! Ab jetzt muss keiner mehr lästige Überbrückungskabel auseinanderwirren, seine Autos umparken, um dann zum Überbrücken, um sich schlussendlich nervlich drüber aufzumregen, dass man den Scheiß hart machen müsse. Jetzt gibt's was, was Abhilfe schafft. Wir haben den Audio Jumpstarter. Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Video wird durch eine Produktplatzierung unterstützt, und zwar von der Firma Audio. Danke an Bonnie für das Gerät, das sie hier zur Verfügung gestellt bekommen hat. Alter, fuck. Kennst du das, wenn man überall Blitze sieht, weil du in was Helles reingeschaut hast? Ja. Ja. Oh. Weil du hast immer gleich Sonnenbrand. Wir haben hier ein sogenanntes Jumpstarter-Paket von der Firma Audio bekommen. Das ist dazu da, um das Auto zu überbrücken, ohne dass man ein zweites Auto braucht, wo man dann Überbrückungskabel spannen kann. Wir haben Eingänge für einen USB-Slot, heißt, man kann damit laden wie mit einer Powerbank. Es hat eine Taschenlampe, das ist ziemlich praktisch, und man kann das ganze Teil auch über den Zigarettenanzünder im Auto laden. Jetzt müssen wir das Ding natürlich nur testen, gell? Und dazu sind wir hier bei Cardias neuem Auto. Ja, ich muss euch das jetzt halt schon zeigen. Das ist ein E36 325i Cabrio. Kommt noch ein separates Video drüber. Es geht jetzt nur um den Zweck von dem Gegenstand hier, ob der funktioniert. Folgende Problematik. Komm's bitte mit. Oh meine Eier. Tut mir leid für die schlechten Lichtverhältnisse. Es reicht trotzdem, um zu sehen, dass Cardia seine Batterie komplett leer ist. Da funktioniert überhaupt nichts mehr ohne Überbrücken. Und jetzt probieren wir mal, ob das funktioniert, wenn ich dein... Auto mit diesem Gerät, was mich gerade so anleuchtet, startet. So, das Ganze funktioniert dann folgendermaßen. Wir haben hier diesen Umwandler und den stecken wir hier an der Seite in die Gerätschaft ein. Man kann es nicht falsch rum einstecken, weil die Pins unterschiedliche Formen haben. So, dann beginnt es hier grün zu blinken. So, Kadi, würdest du bitte nochmal für uns testen, ob das Auto angeht? Wir machen das in einem Cut. Geht nicht. Okay, ja. Warte. So. Ich habe jetzt das Gerät hier auf den Minuspol schon angeklemmt. Jetzt müssen wir noch den Pluspol anklemmen. Ich lege nur schnell das Licht dahin. So, der Pluspol gehört hier hin. Und jetzt muss ich das Ding mich irgendwie einschalten, so damit die Batterie da leuchtet. Warte. Müsste eigentlich gehen. Das grüne Licht ist an. Probier's mal. Yay! Okay, warte, stecken wir es ab. So. Läuft, oder? Lass mal hören. Bruder, weiße Wolke des Todes. Ja. Das ist so ein richtiges Kanackenauto für dich. Ja. Also wie man gesehen hat, kann man damit ohne Probleme sein Auto einfach so starten. Finde ich super geil. Und man hat jetzt gerade gesehen, dass die Batterie schon geblinkt hat nach dem einmal Starten. Stimmt nicht ganz, weil ich habe jetzt inzwischen schon dreimal mein Handy damit geladen und wir haben Cardias Auto vorher schon mal damit gestartet, nur um sicher zu gehen, dass es auch funktioniert. Heißt, wir haben jetzt zwei Autostarts, drei geladene Handys und er hat noch einen Balken von vier von der Batterie. Und die Taschenlampe habe ich auch ein bisschen benutzt. Alles in allem wirklich ein sehr praktisches Ding. Kauflink dazu gibt es in der Beschreibung. Ich glaube, um die 80 Euro oder so kostet das Teil im Moment. Und super praktisch einfach. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Oh, das wird so geil, Kadir. Du und ich, E36 Cabrio Coupé. Meiner kommt auch bald vom Lackieren. In dem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, frohes Eieressen. Hast du es mit Schale gegessen, oder? Nö.